Lass uns über Medienkompetenz sprechen. Heißt ja wohl aktuell Medium Nummer 1. Ja, Omas, Opas und Typen ich schalten ab und zu noch den Fernseher an. Hören tatsächlich im Auto, wenn sie nicht gerade Videos machen, den Bayerischen Rundfunk und amüsieren sich über die totale Einseitigkeit, die da herrscht. Gerade zu Wahlkampfzeiten traut sich da kein Journalist was zu riskieren, weil es könnte ihn ja den Job kosten. Medienkompetenz hat damit aber nichts mehr zu tun, sondern das Medium, das alle platt macht, behaupte ich jetzt mal so, ist natürlich das Internet. Was denn sonst? Die Kids lachen sich tot, wenn du ihnen erzählst, du hörst noch Radio, du schaust noch Fernsehen, du hast keine Podcasts, das sind keine Influencer und wie die Gestalten alle heißen. So, warum bringe ich das aufs Tablett? Weil ich noch niemanden gehört habe, der nicht mit einsteigt, wenn da wieder eine Meldung kommt, da ist wieder ein Diktator und ob das jetzt die Türken sind oder die Chinesen oder die Ungarn oder ganz aktuell natürlich Putin mit seinem neuen Geschichtsbuch. Ist ja auch eine Art Medium und muss vor allen Dingen in den Medien auch bekannt gemacht werden und durchgesetzt werden. Da jammern die alle. Kaum ist da irgendwo wieder ein Diktator, da ist das große, laute Geschrei. Ja, alle Medien sind wieder gleichgeschaltet. Es gibt keine freie Meinungsäußerung in den Medien mehr. Bla, bla, bla. Was für ein ohne Ende scheinheiliges Getue. Der einzige Unterschied, der da überhaupt ist, ist, dass die natürlich das Internet auch noch abschalten. Aber sorry, solange bei uns das Internet nicht abgeschaltet ist, ja, hallo, wo ist denn da dann Freiheit? Habe ich im Internet noch eine Chance? Ja, ich habe sie, weil ich Medienkompetenz habe. Ich bin mit Medien aufgewachsen, ich habe bei der Presse gearbeitet, ich habe bei einem Radiosender gearbeitet, ich habe dort sogar selber Nachrichten verfasst, Umfragen gemacht und geschnitten, immer im Sinne vom Chef. Ich kenne die Lügenpresse, ja, ja. Aber ich bin nach wie vor der Meinung. Was heißt hier Meinung? Da müsste ich jetzt wieder erklären, was Meinung ist. Ich habe nach wie vor die Erfahrung und die Ansicht und habe eigentlich nichts weiter zu tun, als zu überprüfen, wird es besser? Wird es schlechter oder schätze ich es zu positiv ein oder zu negativ? Aber meine Einschätzung ist, das Netz wird überwiegend von politisch völlig ahnungslosen Menschen genutzt, also 50 plus.
die Mehrheit und die reicht ja in unserem Mehrheitswahlsystem. Und diese Mehrheit lässt sich ohne Ende in die Irre führen. Die werden knallhart verarscht. Das geht noch harmlos an damit, dass man früher, wenn man in die Medien wollte, zumindest mal eine richtig gute Ausbildung haben musste. Ich habe eine gute Ausbildung gemacht. Zwar beim Feind, nämlich mein wichtigster Radioausbilder war AFN-DJ und später AFN-Direktor und ich habe knallhart gelernt, wie man in Amerika Radio macht. Und zwar im Sinne des kapitalistischen Systems. Radio ist zum Geldverdienen da und nicht zum Plattenauflegen. Ich wollte das lernen, um zu sehen, wie sie es machen. Das hat mich interessiert und es war für mich der einfachste Einstieg, weil der AFMler natürlich schnell gemerkt hat, ich kenne mich ein bisschen aus in dem, wie Medien funktionieren. Alle anderen, die sich beworben haben, alle anderen DJs, hatten keine Ahnung von Medien, glaubten aber unheimlich viel Ahnung von Musik zu haben und waren damit eigentlich bei meinem Sender nicht gefragt, weil die Musikauswahl, die war sowieso die Aufgabe eines Mannes. Und die davon träumten, dass sie ihren tollen Musikgeschmack spielen könnten. Die waren alle völlig fertig mit ihrem Leben, als sie hießen, nee, das macht unser Computer und der wird von einem Musikchef gefüttert. Und der muss keine Ahnung haben von Hard Rock und Heavy Metal und von Punk und von Pop und von wilden Sachen, sondern von Formatradio. Ich will jetzt nicht näher darauf eingehen, was das ist, aber nichts für meine Kollegen. Spannende Sache aber für mich, weil ich eben aus einer ganz anderen Ecke kam. Ich wollte im Radio nicht meine Lieblingsmusik spielen. Könnte ich eh nicht. Kann man im Radio nicht spielen. Ist einfach zu wenig unterhaltsam. Und wenn schon, denn schon, dann lernen wir das amerikanische System. Geld, Geld, Geld. Zielgruppe. Welche Zielgruppe kann man Geld machen? Ich schweife da vom Thema ab, weil wir waren bei Medienkompetenz. Und da nochmal auf den Punkt gebracht. Wer da jetzt immer noch sich echauffiert, dass schon Adolf Hitler die Medien gleichgeschaltet hat und dass danach alle Diktatoren dieser Welt die Medien gleichgeschaltet hatten oder es zumindest versucht hat. Wir haben da auch in der Ukraine den reichsten Mann des Landes, der ist ein Medienmogul. Der macht mit Medien sein Geld. Und der bestimmt die Politik nicht nach politischen Ansichten, sondern der guckt, welche Partei am wenigsten ihm damit droht, ihn zu ent
es ihm seinen Besitz abzunehmen, sein Geld abzunehmen. Ihn zu enteignen. Jetzt haben wir es wieder, der alte Mann. Ja? Danach unterstützt er Parteien finanziell. Also unterschwellig mit der Bedingung, ihr kriegt Geld von mir, aber Hände weg ansonsten von so Ideen wie Enteignung. Das Internet ist zwar nach allen Richtungen offen, man kann alles machen, nur von wem wird es genutzt? Und wie wird es genutzt? Wie viel Prozent schauen Podcasts, die wirklich mit politischem Sachverstand gemacht werden? Und wie viel schauen pure Hetze? Und ich kann da nur vermuten, und ich vermute natürlich, die Mehrheit schaut politische Hetze. Oder Podcasts gemacht von völlig ahnungslosen, politisch ahnungslosen Menschen. Influencern, die insofern politisch auf der Seite, einseitig, sehr, sehr einseitig auf der Seite der Unternehmer sein müssen, wie es früher Radiosender waren, weil es geht um Werbekunden. Der Influencer braucht wieder jemanden, der ihn finanziert. Da geht es um Werbung. Und damit kann ich mir schon wieder keine politische Unabhängigkeit erlauben. Ich ende also mit der Befürchtung, mit der Vermutung, mit der These, mit der vorläufigen Einschätzung, dass wir die sogenannte freie Welt es gar nicht nötig haben, Medien gleichzuschalten. Weil die Gleichschaltung ergibt sich aus den Klicks. Und wenn du die Klicks anschaust, wirst du sehen, die Klicks gehen eindeutig überwiegend in Richtung System. Und eindeutig nur in ganz geringer Anzahl in Richtung kritische Berichte, Berichte von Leuten, die etwas davon verstehen, die davon Ahnung haben, die vielleicht sogar dafür ausgebildet sind. Und damit geht es dem sogenannten freien Westen, was die Medien betrifft, durch diese Internetnutzung viel, viel, viel besser als den armen Diktatoren, die tatsächlich noch darauf angewiesen sind, das Internet abzuschalten und die Medien. Aber wir sind ja der tolle Westen. Und wir sind freiheitlich, demokratisch. Und wir haben auch Medienfreiheit. Ja, wir haben Medienfreiheit. Wir haben bloß keine Medienkompetenz. Und das macht vielleicht einen Deut mehr unfrei als alles andere.
Ja, ist ein scheiß Video, aber ich hoffe, ihr könnt was mitnehmen davon. Denn wie immer, eigene Gedanken machen.